Herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Hollands. Dieser Talk ist erst beim DE aus der Perspektive eines Hobby-Admins. Das impliziert, dass ihr jetzt in den nächsten 15 Minuten keinerlei professionelle Tipps bekommt, sondern eher so halbgare Hobby-Tipps. Aber wir werden sehen. Ich mache kurz eine Einführung. Wer ist denn der Vogel hier vorne? Ich bin im Wesentlichen Entwickler. Das sage ich allein schon deshalb, damit keiner auf die Idee kommt, mir komische Admin-Jobs zuzumuten. Im Moment im Wesentlichen Python, Rhein-Main-Gebiet. Ich habe 3 Jahre Support-Front hinter mir zu Netware Windows 95 Zeiten, inklusive, oh, dieser tolle 3D-Bildschirmschoner friert mir jetzt mal das gesamte System ein. Ich war 9 Jahre Werkstudent beim SUSE Consulting, also nicht in Nürnberg, sondern im Rhein-Main-Gebiet. Habe da einfach meine lockere Mail hingeschrieben und zack war ich auf einmal Werkstudent. Das war zur Zeit, wo man noch geglaubt hat, dass man Consulting Geld verdienen kann. Und dann war ich auch noch rein zufällig 4 Jahre Linux System Engineer, das klingt so toll, bei der deutschen Flugsicherung, habe da so Quatsch gemacht wie automatisierte Installation, hochverfügbare Systeme, klingt total toll, oder? Ist im Wesentlichen sich mit Autojust rumärgern. Hardware-Standardisierung und vor allem bin ich Freelancer seit über 15 Jahren in beiden Rollen Entwickler und Admin. Und Admin deutet schon so ein bisschen an, wieso erst beim D. Mir fallen spontan 2 Situationen ein, wo die Leute mich angeguckt haben mit was? Die eine ist, als ich hier gekündigt habe und die Leute gefragt haben, hast du schon mal was Neues? So, nö. Wie, du kannst einfach so kündigen? Das ist eine. Das andere ist, wenn ich sage, ich habe meinen eigenen E-Mail-Server, denn ich kriege öfters sowas zu hören, E-Mail nimmt man doch fertig von der Stange. Ja? Und wenn wir über E-Mail reden, meine ich natürlich nicht das, nicht E-Mail, sondern wirklich E-Mail. Für viele Leute ist heutzutage E-Mail auch gleichbedeutend mit Gmail. Ja, also wenn man hier so ein bisschen auf lustige Nutzungsstatistiken guckt, wäre nie im Leben darauf gekommen, dass ein iPhone ein E-Mail-Client ist, sondern eher die App, die da drauf läuft, aber anscheinend gibt es nur eine, oder dass Gmail eine App ist, aber anscheinend hat Gmail hier echt einen heftigen Marktanteil. Man könnte sich also fragen, ist ein eigener Server eine doofe Idee? Und da gibt es auch hier so ein paar Meinungen zu, von lustigen Seiten. Lustigerweise waren die meisten dieser Seiten waren eine Konsequenz von Hillary Clintons professionellem E-Mail-Hosting. Und da steht dann halt sowas herum wie, hier, don't try hosting your own E-Mail. What if you're traveling, the power goes out, your server won't come back up. Also wirklich Fragen, die wir in der IT noch nie gelöst haben. Maintenance is time-consuming. Ja, frag mal den Admin. Correctly is very time-consuming. Man kann es also noch steigern. Also es gibt hier genug Propaganda dagegen. Es gibt aber auch Gründe für einen eigenen Server, die ich schamlos geklaut habe bei Thomas Leister. Das wesentliche Argument natürlich auch für mich ist, private Daten bleiben privat. Wer nichts zu verstecken hat, es gibt dieses schöne Zitat, wer der Meinung ist, er hat nichts zu verstecken, das ist wie, wenn jemand meint, er hat nichts zu sagen oder so ähnlich, korrigiert mich. Ich kriege das ad hoc nicht hin. Aber private Daten bleiben privat, finde ich ein sehr starkes Argument, sei es, dass ich keine Lust habe auf automatisierte Auswertungen und nachher Werbung bekomme für, keine Ahnung, noch mehr nerdige T-Shirts oder Metal, was auch immer. Nutzt natürlich nur begrenzt was, wenn derjenige, mit dem ihr kommuniziert, seinerseits bei Gmail ist. Ne? Was ein stärkeres Argument ist, volle Kontrolle über das Mailsystem. Unendlich Speicherplatz, E-Mail-Adressen, Alias. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wieso ich irgendwie 500 E-Mail-Adressen brauchen sollte. So viele gespaltene Persönlichkeiten habe ich dann auch nicht. Aber ich finde unendlich Speicherplatz finde ich zum Beispiel ein unheimlich tolles Argument. Vor allem im Vergleich zu, wenn ich meine Eltern anschaue, die immer noch mit GMX herumgurken und irgendwie 1 GB freien Platz haben in der kostenlosen Version oder sowas, dann bei der Web-Oberfläche, die allein schon eine Menschenrechtsverletzung alleine ist und irgendwie ihren Speicherplatz da irgendwie herumgurken müssen, sowas hast du halt einfach nicht, wenn du es selbst hostest. Ne? Und natürlich Spamfilterung, Virensscans, E-Mail-Sicherheit, irgendwie, also ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe das gern selbst unter Kontrolle. Ich glaube durchaus, dass da gewisse professionelle Hoster das auch durchaus können, aber irgendwie ist es einfach ein schönes Gefühl, wenn man es auch selbst in der Hand hat, gerade was die Spamfilterung betrifft. Unabhängigkeit von anderen Anbietern, ja, ist ein Argument. Stichwort Tarifänderung, komplette Diensteinstellung, da ist Google ja durchaus bekannt vor und jeder, der meint, dass Google nicht nächstes Jahr Gmail einstellt, kann man meinen. Kann man sich darauf verlassen, muss man aber nicht.
Und Kostenfaktoren ist natürlich auch so ein bisschen das Argument. Was spricht denn gegen einen eigenen Server? Ist es Arbeit? Haben wir eben schon gesehen. Ist es tatsächlich Arbeit? Es ist ein komplexes System mit vielen Komponenten. Und mir zumindest geht das nicht nur, was Mail-Server betrifft, aber vor allem auch den Mail-Server. Ich würde schon sagen, das ist mit einer der komplexesten Komponenten, die ich so pflegen durfte, abgesehen von LDAP. Einmal manuell eingerichtet, du hast es in 2 Jahren vergessen. Wieso gerade 2 Jahre? Nach 2 Jahren ist üblicherweise so der Supportzyklus von so einer Linux-Distribution abgelaufen. Man kann sich, glaube ich, fast denken, welche ich da so primär einsetze. Und wenn du dann versuchst, das alles irgendwie von Hand wieder irgendwie dich zu erinnern, oh, wie war denn das? Vergiss es. Laufender administrativer Aufwand, vermisste Mails. Also ich gebe ehrlich zu, ich habe mehr als einmal irgendwie meinen Anruf bekommen, von wegen, hast du meine Mail nicht bekommen? Das kennen wir natürlich alle und üblicherweise 2 Sekunden, nachdem die E-Mail verschickt wurde. In meinem Fall war es dann eher so, dass sie, keine Ahnung, einen Tag vorher verschickt wurde und die kam tatsächlich nicht an, weil mein, was weiß ich was, SSL-Zertifikat ausgelaufen war und natürlich habe ich zu Hause nicht den fetten Izinga aufgesetzt, der ein Monitoring macht und mir das gesagt hätte. Und dann war halt mein Zertifikat abgelaufen und mein Fetch-Mail hat die Mail nicht geholt. Sowas passiert halt auch. Konfigurationstuning, gerade beim Spam-Filter will man ja eventuell ein bisschen nachsteuern. Ist es Arbeit, ist die Message. Dann gibt es aber vor allem noch den rechtlichen Rahmen. Eigentlich ist sowas nur für Solo-Selbstständige empfehlenswert, maximal Familien. Warum? Ich sage nur Fernmelde, nee, das heißt ja nicht mehr Fernmelde, wie heißt das jetzt? Datenschutzgeheimnis oder so. Privacy. Ne? Also es ist, wenn man, wer das kennt aus der Firma mit privater E-Mail-Nutzung, hat da schon ein bisschen einen Vorgeschmack von bekommen. Wenn man jetzt aber der Admin ist dahinter, dann bekommt das Ganze eine ganz andere Dimension. Deswegen würde ich persönlich nach wie vor auch eine eigene kleine Firma oder sowas dann doch besser bei unabhängigen Mail-Providern abliefern. Es gibt da zum Beispiel, also nicht, und unabhängig meine ich jetzt nicht gerade Gmail oder so und von mir aus auch nicht GMX, sondern die eine mit P und die eine mit Pair. Das sind so die meinen beiden Empfehlungen, die ich geben würde. Und es gibt noch einen Grund gegen einen eigenen Server und das ist was ganz, ganz schrecklich Erschreckendes. Nämlich das, was uns irgendwie seit Jahren eigentlich den letzten Nerv immer noch raubt. Und ich muss zugeben, auch mir geht es manchmal echt immer noch auf den Sack. Ne, diese unerwünschten Werbenachrichten. Naja, gut. Wenn wir uns entschieden haben, ob wir einen eigenen Mail-Server betreiben wollen, und ich gehe mal davon aus, dass ihr das wollt, sonst würdet ihr euch diesen Talk nicht anschauen. Schauen wir uns mal kurz an, was so ein Mail-Server eigentlich ist. Das ist jetzt nur, um Leute, die überhaupt keine Ahnung davon haben, ein bisschen abzuholen. Es gibt da so MTAs, Mail Transfer Agents, verschiedene Sendmail, XM, Exchange, ich muss es erwähnen, oder auch Postfix, die schicken so Mail herum mit so einem Protokoll, was sie SMTP nennt, zum Beispiel an meinen MTA, sogenannte Mail Exchanger, MX. Der ist getrennt vom MDA, Mail Delivery Agent, das wäre zum Beispiel, wenn wir schon Postfix vorne einsetzen, Postfix eigener MDA, den Local nennt er sich, glaube ich, oder den von Dovecard oder Procmail oder was auch immer, ist dafür zuständig, einfach die Mail im Prinzip in der Mailbox abzulegen, um es jetzt mal ganz vereinfacht auszudrücken. Und wenn dann unsere Mails da so rumliegen, dann haben wir halt hier so Mail-Clients und MAT, der direkt auf dem Filesystem arbeitet. Oder wir schnallen noch was Lustiges davor, was sich IMAP-Server nennt. Früher wäre das der Cybus IMAP-D gewesen, mittlerweile hat da, glaube ich, jeder einen Dovecard davor. Und dann kann ich hier unten auch mit meinem Mail-User-Agent, einem Thunderbird oder Evolution drauf herum. Ja. Nichts spektakulär Neues soweit. Das ist schön. Hier hängt die Folie, hier nicht. Finde ich gut. Wenn wir jetzt uns das hier nochmal anschauen, ne? Also eben war das hier, saß SMTP-Daemon, also wir nehmen jetzt hier das Beispiel Postfix, der SMTP-Daemon hängt direkt auf dem MDA, dem Local. Das Problem ist ja nur Spam. Also mussten wir da so bislang was dazwischen klemmen. Nennt sich Amavis-D New zum Beispiel, ist also schon Refried gewesen, glaube ich, von Amavis-D. Amavis-D war, glaube ich, schon in Perl. Amavis-D New ist, glaube ich, in C geschrieben. Nutzt dann aber Apache Spam Assassin zur Spam-Bekämpfung und eventuell binde ich auch den ein oder anderen Virenscanner ein, wie zum Beispiel Klammer-AV. Wenn ich einen Virenscanner will, der tatsächlich was taugt, dann nehme ich vielleicht auch mehr als Klammer-AV und muss dann wieder so was Kommerzielles dahernehmen. Das ist dann hier das sind die sogenannten Content-Scanner und das hier war so traditionell Content-Filter
im Postfix. Und das Setup ist ein bisschen, ja, funktioniert alles, aber man muss es einfach mal kapiert haben, dass man jetzt quasi zwei Instanzen von diesem SNVP-Dem brauchte, nämlich der eine, der konfiguriert war, das als Content-Filter zu nutzen und der andere ohne Content-Filter, der einfach nur zustellt. Spam Assassin funktioniert prima, hat prima funktioniert, habe ich jahrelang im Einsatz gehabt. Stand jetzt aber vor der Situation, 2-Jahres-Zyklus, Update, was nehme ich denn jetzt? Und dann habe ich mir eben mal überlegt, ob es nicht auch was anderes gibt. So, Meet Airspam-D. Was ist denn das? Ich bin kein Russe, ich spreche den Namen garantiert falsch aus, aber geschrieben wurde es durch einen Russen, Vsevolod Stakov, ich habe keine Ahnung. Sei mir verziehen. Auf jeden Fall ein Russe, der das Ganze entwickelt hat, wie so häufig aus seiner eigenen Betroffenheit heraus. Er administrierte E-Mail-Systeme bei Wambler.ru, das scheint irgendeine riesige Suchmaschine, keine Ahnung, YouTube-Seite, was auch immer, in Russland zu sein, die sich anscheinend leisten können, jemanden zu beschäftigen, der in der Lage ist, einen eigenen Spam-Scanner zu schreiben. Und er hatte eben das Problem, das sieht man jetzt wunderbar gar nicht wahrscheinlich, hier steht nur 99,4% CPU-Load im User-Space. Und hier sieht man diese Spam-D-Prozesse. Also das ist anscheinend Spam-Assassin bei ihm gewesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich sowas sehen würde, würde ich es auch neu schreiben. Ja. Ist natürlich eine Situation, die ich in meinem Setup nie begegnet bin. Aber gut, es ist ja nett, wenn jemand anders so ein Problem hat und was neu schreibt. Airspam-D ist für viele Mail-Admins, war für mich irgendwie zack, fertig, auf einmal erschienen, so wie aus dem Nichts, ist natürlich Quatsch. Das Ding gibt es schon seit 2009, da gab es den ersten Release. Die 1.0 aber tatsächlich erst in 2015. Ich würde behaupten, seitdem taucht das Ganze auch ein bisschen auf der Agenda auf, bei manchen Talks und auf dem Horizont von vielen Admins. Und derzeit sind wir bei der Version 1.7.9. Airspam-D, ganz klares Ziel, Performance for Mass Mail Processing. Steht unter einer Apache 2.0 Lizenz, da haben wir also auch relativ wenig Schmerzen mit. Das Grundprinzip, ich habe das eben schon mal so ein bisschen anskizziert, wie das läuft, so zwischen MTA und MDA, dass da zwischendrin irgendwie jetzt so ein Spam-Filter geklemmt wird. Ist auch bei Airspam-D der Fall. Es gibt da aber so eine schöne Schnittstelle, die entstammt, glaube ich, Sendmail, die Milter-Schnittstelle. Die hat einen Vorteil gegenüber diesem Content-Filter, den ich bei bei Amavis DNew konventionell verwendet habe. Wenn mich nicht alles täuscht, kann ich hier tatsächlich einen Reject zurückliefern. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher, weil mein Spam Assassin jetzt auch schon ein bisschen, die Kiste läuft seit 2 Jahren, ich habe da nicht mehr drauf geschaut und so weiter. Wahrscheinlich ging auch da ein Reject, ja, aber die Milter ist anscheinend was ganz Tolles und Milter ist überhaupt the place to be. Es ist zum Beispiel auch so, dass Airspam-D erst seit Version 1.7 das direkt unterstützt. Vorher musste man sich behelfen mit so einem AirMilter-Tool, falls ihr das mal in einem älteren Talk seht. Deshalb. Airspam-D hat ganz viele Module. Das ist ganz wichtig, werden wir später noch drauf kommen. Also ist sehr modular geschrieben und diese Module werten Mails anhand von Regeln und Tests aus. Da wird also irgendein Test gemacht und jeder Test hat auch das, was sie Symbol nennen, was im Prinzip einfach ein Name ist. Ich konfiguriere eine Score zu diesen Symbolen und der Gesamtscore ist einfach die Summe der Scores der zutreffenden Tests. Ja, also ist, was das betrifft, auch absolut mit Spam Assassin vergleichbar. Und je nachdem, was für einen Gesamtscore ich habe, gibt es eben dann eine Empfehlung, man muss es so sagen. Ne? Also natürlich, eine Empfehlung wird in dem Fall vom MTA letztendlich einfach befolgt, aber streng genommen ist es eine Empfehlung. Ich könnte den MTA auch konfigurieren, dass er stattdessen was anderes macht. Aber entweder es gibt einen Pass, akzeptiere die Mail, oder es gibt einen Reject, lehne die Mail direkt ab. Und jetzt fällt es mir auch wieder ein, der Unterschied zum Content-Filter ist, der Content-Filter kann die Ablehnung erst machen, nachdem die Mail angenommen wurde. Der Milter hingegen kann sie direkt noch während des SMTP-Protokolls ablehnen. Also in dem Moment, wo ich mein EHLO oder HLO oder was auch immer geschickt habe, mein Form und mein Recipient, läuft schon und per Data der Kram übermittelt wird, bevor der Response-Code zurückkommt an den SMTP-Client, läuft Airspam-D schon los und sagt sofort dem Postfix, hier, akzeptiere mal oder akzeptiere sie nicht. Oder akzeptiere sie, aber füge einen Header hinzu. Und der SMTP-Client kriegt also im besten Fall direkt gesagt, nö, verzieh dich mal. Features. Airspam-D ist relativ mächtig. Ich hoffe, das wird hier auch schon so ein bisschen klar.
Was das Content Scanning betrifft, reguläre Ausdrücke, das fand ich ursprünglich ein bisschen erstaunlich, weil ich gedacht habe, hä, was? Ich kann ja eine Mail mit regulären Ausdrücken, komme ich nicht, sondern nicht weit. Stellt sich heraus, doch, auch da kommt man schon relativ weit. Fuzzy Hashes, sag später was dazu, was fuzzy ist, falls das jemand nicht weiß. Dann das, was der Autor unter Policy Checks ein bisschen verbucht. Lustige Keywords wie SPF, DKIM, DMARC und ARC. Hier verweise ich mal, also ich werde auch noch ein bisschen was dazu sagen, aber für Details verweise ich auf den Talk von Jan Büren morgen. Ist Jan Büren hier zufällig? Nein. Nein. Wäre auch jetzt sehr zufällig gewesen. Der beschäftigt sich nochmal im Detail mit diesen Sachen. Ein bisschen was sage ich aber später noch dazu. Real-Time Blacklists, das sind lustige Listen, DNS-basiert. Das heißt, ich mache eine DNS-Abfrage auf einen bestimmten Key und kriege dann eine bestimmte Antwort. Und die sagt mir dann, was ich damit machen soll. Was stecke ich da rein? Zum Beispiel die IP-Adresse desjenigen, der mir gerade eine Mail liefern will. Das wären die DNS-based IP-Checks. Das Ganze gibt es aber auch für URLs. Jetzt denkt man sich, hä, URLs, Mails? Naja, die URLs in den Mails. Ja? Weil, wie jeder weiß, ist so Sender und Empfänger von einer E-Mail ist nur so begrenzt hilfreich, aber meistens muss ja in der Mail irgendwie drinstehen, dass ich auf irgendeine Seite gehen soll, irgendwas anklicken soll oder so. Da gibt es also auch Blacklists für. Dann Phishing-Checks. Sieht man später, wenn wir zu dem Modul kommen, ein bisschen mehr Details. IP-Reputation. Wow. Weight-Limits. Waylisting, das ist wieder so eine Sache, die kennt man so als alter Hase. Nicht, ich ein alter Hase bin, aber als jemand, der sein Mail-Server nicht seit gestern betreibt, kennt man Waylisting auch schon aus den Zeiten, wo man Postfix noch regelrecht dazu prügeln musste, dass es sowas wie Waylisting kann. Waylisting heißt, ich liefere bei suspekten Mail-Lieferanten erstmal einen Reject und sag, versuch später nochmal. Folgt der Idee, dass so ein Massen-Spam-Client, ein Botnetz oder was auch immer, einfach nur überhaupt keinen Bock hat, die Mail zuverlässig zuzustellen, sondern einfach rundherum einfach mal auf alle IPs, auf alle möglichen MXe ballert. Und wenn sie nicht sofort angenommen wird, naja, dann halt Pech. Ein ordentlicher Mail-Server hingegen liefert die Mail später nochmal aus. Ja, das ist die Idee hinter Graylisting. Der Name, ja, keine Ahnung. Dann das. Wann immer bei ErstBMD die Rede ist von Statistical Tools, stellt sich heraus, ist derzeit eigentlich immer die Rede von einem Base Classifier, wie man ihn auch von Spam Assassin her kennt. Neurale Netzwerke. Wow. Fehlt nur noch künstliche Intelligenz. Richtig cool, integriertes Webface inklusive Statistiken. Und das schauen wir uns jetzt mal an, weil auch wenn wir alle vielleicht gerne nicht so Clicky-Bunti-Nutzer sind, im Zweifelsfall ist sowas halt schon ganz geil, muss ich sagen, wenn es out of the box kommt, ich es nicht konfigurieren muss und nicht drauf gucken kann. Ja, diese Oberfläche ist geschützt nur durch ein Passwort. Es gibt kein User-Management in dem Sinne, sondern ErstBMD sieht hier im Moment nur ein einziges Passwort vor, was man natürlich dann möglichst sinnvoll nutzt. Außerdem, wenn man HTTPS möchte, braucht man eine Proxy davor. Nginx lässt grüßen. ErstBMD ist clusterfähig. Das ist hier so ein bisschen angedeutet. Das ist defaultmäßig meines Wissens geschützt. Du musst, glaube ich, achso, die Frage war, ob die Web-Oberfläche geschützt ist gegen natürlich fremde Leute, die ich da drauf nicht will. Meines Wissens ja, du musst meines Wissens ein Passwort setzen, um da drauf zu kommen. Es gibt außerdem zwei Passwörter, also es gibt eins, um nur drauf zu gucken. Und wenn ich möchte, kann ich noch ein anderes setzen, was man dann verwenden muss. Ach, das ist ja auch noch. Haha, ist ja toll. Ich muss mich jetzt links und rechts umdrehen. Okay. Es gibt ein separates Passwort, um Änderungen vornehmen zu können. Jetzt muss ich mich entscheiden. Was ich sagen wollte, ErstBMD unterstützt auch einen Clusterbetrieb, built-in, also sozusagen Application-Level, nicht irgendwie Heartbeat oder so schreckliche Sachen. Hier habe ich jetzt natürlich nur einen Server, auf dem ich gerade drauf bin. Was sieht man hier so? Also wir haben hier so eine Reiterleiste, die gehen wir gleich mal durch. Ich sehe hier gleich ein paar Statistiken. Man sieht gleich, seit wann diese Statistiken hier sind. Das ist tatsächlich mein Mail-Server, wo ich das jetzt neulich abgezogen habe. Den habe ich auf 1.79 Grad aktualisiert, deswegen ist die Uptime noch nicht so wahnsinnig hoch. Und man sieht hier zum Beispiel 2000 gescannte Mails, 2000 waren clean, 108 hat er tatsächlich Graylisting angewandt, das heißt, die mussten nochmal angeliefert werden. Bei 42 war der Meinung, es könnte Spam sein, hat also den Subject entsprechend modifiziert. 137 wurden
direkt rejected und 28 habe ich gelernt. Was nicht ganz korrekt ist, weil als ich meinen Mail-Server aufgesetzt habe, habe ich den ersten Mal, ich glaube, 1500 Mails vorgesetzt, die ich im Laufe der Zeit einfach gesammelt habe. Also 1500 Spam-Mails und irgendwie 10.000 Ham-Mails, damit der Base-Classifier von Anfang an ein bisschen Wissen hat. Aber seitdem habe ich hier jetzt 28 noch gelernt und ja, 89% clean. Mich würde echt mal interessieren, wie das bei anderen aussieht. Ich weiß es nicht. Jetzt schauen wir mal ein bisschen weiter. Ja. Nee, ich wiederhole es. Sag einfach. Wie ist denn die gefühlte Cleanheit? Aber das ist die System-Cleanheit. Du meinst, wie viel False Negatives? False Negatives? Nee, False Positives? False Positives. Genau. Also, wie viel kommt denn auch bei dir noch? Ja. Im Moment, gut, man sieht jetzt hier nicht, wie viele Mails pro Tag oder pro Woche kommen. Doch, die Statistik steht sogar. Haha, doch, wunderbar. Aber das ist natürlich keine Wochenstatistik. Also, ich würde sagen, im Moment 5 bis 6 Spam-Mails pro Woche noch, die durchkommen. Im Moment. Ne? Was natürlich nicht für oder gegen Erstplan D spricht, sondern erstmal eventuell auch gegen eine Konfiguration, die man noch verbessern muss. Habe ich die Frage jetzt wiederholt? Ja, ich hoffe ja. die Frage war, wie viele Spam-Mails jetzt durchkommen. Ja. Ja, hier wieder so lustige Grafikgeschichten. Wer einmal von Hand RAD-Tool aufgesetzt hat, wird sich genauso freuen wie ich, dass er das hier nicht von Hand machen muss. Hier wird das Ganze so ein bisschen über die Zeit eben abgebildet. Ich kann mir aber nicht nur Statistiken anschauen, ich kann mir hier auch, ich könnte die Konfiguration auch dynamisch ändern. Man sieht jetzt hier zum Beispiel schon mal so ein bisschen diese Gesamtscores, ne? Also ab 4, das ist jetzt verdeckt, 4,0 würde Graylisting machen, ab 6 vielleicht Spam, 8 Revite Subject, 11 ist dann im Moment hier komplett Spam. Man sieht hier hinten auch so ein bisschen Daten, die ich dynamisch jetzt anpassen könnte. Ich habe jetzt hier mal so eine aufgemacht. Man sieht jetzt hier zum Beispiel, dass, keine Ahnung, dass ich hier die Werte schon mal angepasst habe oder hier auch die Symbole, kommen wir später noch drauf. Es geht nur darum, ich kann auch dynamisch direkt auf der Web-Oberfläche, wenn ich möchte, gewisse Sachen ändern. Wer sich jetzt fragt, wie das dann mit meiner tollen, vom Admin hochheilig verwalteten Konfiguration einhergeht, sehen wir noch. Symbole. Was das ist, habe ich schon angedeutet, ne, dass es so Tests sind. Man sieht hier so ein bisschen, an den Namen kann man es ein bisschen erkennen, aber auch nur so ein bisschen. Nehmen wir mal den hier heraus zum Beispiel aus der Group Buddy. R-Parts differ ist das Symbol, Description ist Text in HTML-Parts differ. Ja, sagt mir jetzt nicht automatisch sofort, was das jetzt eigentlich im Detail ist. Das ist ein bisschen ein Kritikpunkt, den ich habe, da komme ich aber auch noch mal später drauf. Wichtig ist, ich sehe jetzt hier zum Beispiel die Score, die diesem Test zugeordnet wird, in dem Fall negativ, deswegen rot, oder hier positiv, ne, -1. Also wenn ArcCheck successful ist, dann würde die Score, die bislang berechnet wurde, würde reduziert werden. Ja, dann gehen wir ein bisschen weiter. Ich kann auch, wenn ich möchte, den Base Classifier hier direkt trainieren, indem ich hier eine Mail reinpaste, natürlich mit Headern, die ich als Spam erkannt habe, aber er spammt die noch nicht oder umgekehrt, eine Mail wurde als Spam erkannt, die kein Spam ist. Und auch die Fuzzy Message Matches könnte ich hier trainieren. Ich kann eine Mail hier mal scannen, testhalber, kann ich das auch über die Oberfläche machen. Und was ich noch am interessantesten finde, und ich glaube, es ist klar, warum ich hier jetzt ziemlich viel mit einem gaußschen Weißzeichner gerade hier anonymisiert habe, man sieht so ein bisschen die History, die letzten Mails. Ne? Also man sieht schon, ihr müsst mir alle mehr Mails schreiben. Man sieht hier im Normalfall, sieht man also die Message-ID, die IP-Adresse, der angebliche Absender, der konkrete Empfänger, den Subject und vor allem, was passiert ist. Ist jetzt hier ein bisschen langweilig. Ich habe jetzt hier zufälligerweise keinen Reject drauf gehabt oder kein Graylisting oder so, aber man sieht zum Beispiel die Scores. Das ist zum Beispiel ganz toll, wenn du irgendwie was im Zug unterwegs bist oder so und dann ruft dich dein Kunde, Familie an oder im besten Fall deine bessere Hälfte und sagt von wegen, hey, wieso kriege ich keine Mail? Dann könntest du zum Beispiel mal ganz schnell hier auf die Oberfläche gehen und könntest es einfach mal nachgucken, auch wenn du gerade kein SSH zur Verfügung hast. Finde ich ganz praktisch. Also Webinterface, muss ich sagen, kann was. Zur Architektur. Das Ganze ist in C geschrieben. Ich weiß, das ist heutzutage so ein bisschen eine kontroverse Geschichte. Da gibt es ja viel Kritik dran, von wegen, kann man was in C schreiben, ist ja nicht sicher und so weiter. Erweiterungsmodule sind allerdings in Lua geschrieben. Lua kennt ihr, nehme ich mal an. Das
kenne ich zum Beispiel auch von OpenWrt, wo die Oberfläche in Lua geschrieben ist. Das ist eine Sprache, die bietet sich sehr an, um embedded zu werden. Also ohne, dass ich einen riesen Python-Software-Stack zum Beispiel oder sowas reinziehe. Und wenn man natürlich jetzt diese ganzen Module möglichst viel in Lua schreibt, habe ich natürlich auch ein anderes Sicherheitslevel, als wenn ich es in C schreibe. Wir haben ein eventgetriebenes Prozessmodell. Bedeutet, der Code ist nicht so geschrieben, von wegen ich mache jetzt A, B, C, sondern im Prinzip versucht er möglichst viel, also erstens versucht er Regeln parallel abzuarbeiten und er macht asynchrone Netzwerkrequests. Das heißt, wenn er zum Beispiel 3 RBLs abfragen soll, dann feuert er die Anfrage gleichzeitig raus und wartet einfach am Ende, bis alle 3 geantwortet haben. Ja, statt irgendwie den einen warten, nächste RBL warten, macht er das alles asynchron. Wir haben außerdem unterschiedliche Typen von Regeln. Regeln sind, wie gesagt, das, was so ein Modul implementiert. Also Pre-Rules, Normal Rules, Post-Rules, wo es ein bisschen darum geht. Pre-Rules sind Sachen, die sind relativ günstig. Die mache ich einfach mal vorne weg. Die kosten nicht viel. Ja, zum Beispiel Graylisting ist so ein Fall. Normal Rules, die zum Beispiel ein Netzwerk-Lookup kosten. Und dann zum Beispiel Post-Rules, Composite-Rules sind zusammengesetzte Regeln. Also ich kann Symbole zusammensetzen zu einem komplexeren Test. Steht jetzt nicht auf der Folie, aber ich erwähne es gleich. Wer SBMD ohne einen lokalen Unbound oder einen anderen Caching-DNS-Resolver betreibt, wird sehr schnell merken, dass es eine schlechte Idee ist. Also die offizielle Dokumentation empfiehlt es nicht ohne Grund. Da kommt schon einiges an DNS-Traffic durch, dadurch, dass eben RBLs gefragt werden zum Beispiel. Außerdem verschiedene Prozesse. Es gibt so diesen Hauptprozess, der kümmert sich um Konfiguration lesen, Logging und Prozessmanagement insgesamt. Es gibt, habe ich jetzt hier wirklich Worker-Prozesse geschrieben? Ist ja lustig. Es gibt dedizierte Scanner-Prozesse, die kann ich also skalieren. Er kann die auch teilweise, glaube ich, selbst skalieren, aber das ist jetzt wieder ein Beispiel, wo ich sage, ich bin Hobby-Admin, bei mir skaliert überhaupt nichts, weil ich habe die Last gar nicht, damit ich irgendwas skalieren muss. Und es gibt Worker-Prozesse, zum Beispiel diese API, wo das Web-Interface draufsetzt, arbeitet auf dem Controller und es gibt einen Service zum Beispiel, der diesen Lua-Host einbindet. Noch ganz wichtig, viele Module nutzen Redis als Cache. Redis kannte ich bislang so als so eine Geschichte von wegen, naja, also bei Startups finde ich die relativ häufig, weil es irgendwie so eine coole Sache ist. Redis ist ein Key-Value-Store, das heißt, ich kann Werte abspeichern unter einem gewissen Key. Und genau darauf ist es optimiert und sonst gar nichts. Ja, also einfaches Beispiel, Absenderadressen oder Message-IDs. Ne? Also wenn ich Graylisting mache, muss ich mir ja merken, welche Message-ID ich jetzt gerade abgelehnt habe, damit ich sie, wenn sie jetzt nochmal kommt, zulasse. Wird zum Beispiel im Redis gespeichert. Jo, Fragen soweit? Nein? Ja? Gut. Dann machen wir mal, ja? Ja, wahrscheinlich gehst du jetzt drauf. Wie bindet man das in den Post? Komme ich drauf, genau. Komme ich noch? Ja. Redis muss man haben oder mit? Die Frage war, Redis muss man haben? Meiner Meinung nach ja. Also es gibt Module, die brauchen es explizit. Die brauchen wirklich Redis. Und die Performance geht sonst in die Knie. Das Schöne ist, Redis aufzusetzen ist relativ billig. Also RPM installieren. Ich glaube, ich habe 2 Sachen an der Config geändert und das war's. Ich glaube, den Bindsocket oder sowas. Oder der Bindsocket ist, glaube ich, auch Default Localhost oder so. Also Redis war jetzt in den Nachrichten wegen der Lizenz. Nein, Redis ist nicht auf einmal kommen. Wie heißt diese komische Lizenzgeschichte, die jetzt kommen? Irgendwas ist es immer noch Open Source. Redis selbst schon. Es gibt Erweiterungen von Redis, die hier nicht gebraucht werden. Die sind fortan unter einer restriktiven Lizenz. Redis selbst nicht. Ja. Ja, ja. Der Kommentar eben war noch, dass die History, die wir jetzt schon in der Oberfläche gesehen haben, auch im Redis gespeichert wird. Das stimmt. So, jetzt machen wir mal ein bisschen Konfigurationstheorie. Das heißt, wir gehen noch nicht gleich in die Praxis, sondern ich folter euch jetzt mal so ein bisschen mit Theorie. Wenn ich eine neue Software habe, ja, dann frage ich mich immer als Admin immer, ich will die Software verstehen, ich will einen Überblick haben und ich frage mich, was gibt es denn da zu konfigurieren? Ja. Hier ganz konkret, welche Module will ich aktivieren? Es gibt eingebaute und Lua, habe ich schon erwähnt. Es gibt dann irgendwelche modulspezifische Konfigurationen, zum Beispiel das Antivirus-Modul, dem muss ich irgendwie sagen, welche Virenscanner ich installiert habe und es verwenden soll. Die Scores, ne, zum Beispiel in der Default-Config gibt es ein Symbol, Forged Sender, wenn der Envelope und
das Fromm in der Mail selbst unterschiedlichen Sender habt, dann würde hier zum Beispiel das Ganze mit 0,3 bestraft werden in der Default-Config. Vielleicht möchte ich es ja ändern. Welche Aktion bei welchem Gesamtscore gemacht werden soll? Default zum Beispiel Releasing ab Gesamtscore 4,0. Worker-Konfiguration, allgemeine Optionen, Timeouts und so weiter und so fort. Ist ja alles schön und gut. Aber das Einzige, was jetzt hier wirklich wichtig ist, sind diese drei Sachen, Module, Scores und die Aktionen, weil genau diese Stellschrauben entscheiden letztlich darüber, ob mein Spamfilter eigentlich irgendwie eher ein Erfolg oder eher nicht ist. Das Schöne ist, es gibt ähnlich wie bei Spam Assessing, gibt es eine gereifte Default-Config, die was taugt. Und wenn man da was macht, macht man eher differenzielle Anpassungen. Das erzähle ich aber später noch. Ja, das war so, das ist von der SpamD-Webseite. Das hat mich ein bisschen überfordert. Ja? Nimm mal an, das geht hier einigen auch so. Deswegen präsentiere ich euch heute eine andere Auflistung, die nach Kategorien geht. Ich habe versucht, das Ganze ein bisschen zu sortieren. Ich habe hier 7 Kategorien, die wir jetzt mal einfach durchgehen. Kleiner Hinweis, wenn was unterstrichen ist, dann ist es ein eingebautes Modul. Alles andere sind Lua-Erweiterungen. Das ist leider für die Konfiguration nachher relevant. Und wir gehen das jetzt einfach ein bisschen durch. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen viel, aber es gibt euch, wenn ihr euch das jetzt mitnimmt, dann habt ihr vielleicht schon, entwickelt ihr schon selbst so ein bisschen ein Gefühl von wegen, ah, das ist ja cool, das würde ich ausprobieren oder das will ich ausprobieren, oder ihr sagt von wegen, ach nee, brauche ich nicht. So, fangen wir an mit Modulen, die einfach auf die IP oder auf die Domain des Absenders oder Empfängers agieren. Ja, also Envelope beispielsweise auswerten. Da gibt es ein schönes ASN-Modul, das findet mir die ASN. Wer weiß, was eine ASN ist? Wunderbar. Internet besteht aus ASNs, aus getrennten Netzen. Alle haben eine Nummer, nämlich die sogenannte ASN, die vergeben wird. Das heißt, damit kann ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich könnte Comcast zum Beispiel diskriminieren. Oder T-Online oder AOL, wenn es sie noch gäbe. Das Modul findet mir also jetzt für den Sender oder Empfänger die ASN heraus oder den Ländercode oder das Subnet dazu. Es gibt IP-Score, das trackt die Anzahl empfangener Nachrichten. Ist ein bisschen wie so Strichliste von IP, Subnet, ASN oder Land. Es gibt MX-Check. Das ist ganz nett auf den, also klingt erstmal ganz toll, weil wir gucken mal, der behauptet, ich bin Absender von was weiß ich, Buxtehude, keine Ahnung, Buxtehude, Swingerclub.de und ich gucke jetzt mal, ob es tatsächlich eine MX gibt, den man erreichen kann. Ist aber default aus, was uns irgendwie schon ein bisschen Hinweis drauf gibt, dass eventuell nicht alles, was im NS steht, immer, ja, Also es gibt einen Grund, warum es aus ist. Das will ich damit nur sagen. Wait Limit, Leaky Bucket kennen wir von Quality of Service aus dem Linux-Kernel. Ich versuche halt so ein bisschen zu begrenzen, wie viele Mails mir ein Empfänger bekommen kann oder ein Sender einliefern kann. RBL ist das Blacklist-Modul, was ich jetzt schon mehrfach angesprochen habe. Und SPF prüft die Sender Policy Framework Policy. Yes. MX-Check. Es gibt ja auch die komplette Geschichte, dass du versuchst, an den Absender eine Mail zuzustellen und ja, der dann sagt, fällt das damit runter? Oder ja, ja, ja. Die Anmerkung war, dass es ja auch, dass man ja auch versuchen kann, eine komplette Mail zuzustellen. Meines Wissens versucht er genau das. Also er guckt nicht nur, ob es eine MX gibt, sondern versucht er sich auch zu connecten. Also die Mix kannst du auch bei Postfix checken lassen, ja. Ja, die Anmerkung war, also das Mix kann ich auch bei Postfix checken lassen. Ja, das erinnert mich daran zu erwähnen, dass relativ vieles von dem ich vorher, also mit Spam-Assessing-Zeiten, ich in Postfix direkt gemacht habe. Das Schöne ist, all das konnte ich aus dem Postfix rausnehmen und nach RSpamD verlagern, was mir einerseits einen Vorteil bietet, dass meine Postfix-Config einfacher wird, und ich nicht mehr so lange SMTPD Recipient Restrictions beispielsweise habe oder mich auseinandersetzen muss, wann jetzt welche Restrictions ausgewertet werden und so, das kennen wir vielleicht. Und das Ganze asynchron läuft, genau. Ja, also dadurch, dass das Ganze einfach hier hingeschoben wird und man jetzt sagt, das Ding kann so viel, dann nutzen wir das doch, wird auch die Postfix-Configs einfacher. So, was würde man hiervon nutzen? Ich habe leider die Zeit, nicht im Abstimmen zu lassen, also sage ich mal, was ich nutze, nämlich die hier. Ja, und ich habe mir gedacht, so das ASN-Modul, theoretisch könnte ich ja damit zum Beispiel Mails, die aus Russland oder China kommen, da bekomme ich jetzt nicht so wirklich so viele, zusätzlichen Punktabzug liefern. Muss aber ehrlicherweise sagen, habe ich noch nicht gemacht, dazu müsste ich erstmal gucken, wie viele Mails tatsächlich aus diesen ASNs kommen. Aber dafür könnte man das zum Beispiel verwenden, finde ich gut.
IP-Score ist mir persönlich zu komplex. MX-Check ist standardmäßig aus. Dann denke ich mir, das hat einen Grund, das lasse ich auch aus. Und man muss natürlich auch immer ein bisschen abwägen, von wegen, klingt ja toll, aber brauche ich es wirklich, ja, um mein gewünschtes Ziel zu erreichen. Rate-Limit, weiß ich nicht, was das Einsatzszenario wirklich ist. Weil wenn es um gutartige Mails geht, dann will ich ganz bestimmt nicht meiner besseren Hälfte verbieten, dass sie 100 Mails von was weiß ich was bekommt. Klischee-Shopping-Webseiten. Wenn es um schlechtartige Mails geht, die schlechtartigen Mails kommen garantiert nicht immer aus demselben IP oder Subnet. Deswegen bin ich mir hier nicht so ganz sicher, wann man das verwenden würde. Kann mir ja vielleicht nachher jemand was dazu erzählen, wenn er eine Idee hat. Ich kann dir dazu was sagen. Ja. Wenn du größere Mails hast, wartet ein bisschen mehr User drauf. Ja. Dann hast du meistens von einer IP warte mal. Batterie von Mails. Warte mal, ich gebe dir mal ein. Ich gebe dir mal ein Mikro, weil das bestimmt ein bisschen länger wird. Und wenn wir noch den Einschalter finden, dann. Ups. Na, ich wiederhole es einfach. Okay. Mails haben mit einer größeren Domain, mit mehreren Usern dahinter hast, also ein paar Tausend, dann hast du durchaus die Situation, dass von einer IP-Adresse eine große Anzahl von Mails an all deine User geht, weil irgendwann mal ein Adressbuch von einer Domäne gezogen hat, irgendwann mal oder so. Und da sagt das Rechte. Okay, also die Anmerkung. Da wirst du dich auch freuen, das ist geil. Ja, die Anmerkung war, wenn man dann eben doch mal einen größeren Mail-Server betreibt, dann hat man eben den Fall, dass ich von einer IP-Adresse relativ viele Mails auf einmal zum Beispiel bekommen kann, zum Beispiel, weil jemand, was weiß ich, mein Adressbuch sich gezogen hat oder so, und dann würde man natürlich Rate Limit einsetzen. RBL. Blacklisting ist ein bisschen kontrovers diskutiert, haben wir zuletzt gestern gesehen. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat. Es gibt die Kampagne von Julia Reda im Europaparlament und vielen anderen auch gegen gewisse EU-Gesetzgebung bezüglich Links und Linksetzen, Save Your Internet. Und dem Verein Digital Courage erging es zum Beispiel so, dass ihre Mails, die sie verschickt haben, hier blockiert wurden. URL in this email is listed on spam LDLLP und so weiter. Rejected because it violates our security policy. Ja, also hier sieht man so ein bisschen die Gefahr von Blacklists. Ja. Das war ja jetzt nicht Blacklisting für RBL. RBL sind doch nur die klassischen RBL-Listen sind auch die IP-Adressen. Korrekt. Den Link, der da drin ist. Korrekt. Und hier geht es um eine Blacklist für URLs, die da drin sind. Also die Anmerkung war, dass es hier nicht nur um RBLs geht, die sich auf IP-Adressen beziehen, sondern auf URLs. Das ist richtig. Ja. Aber das Prinzip ist natürlich trotzdem dasselbe. Eine Blacklist heißt, ich vertraue jemand anders und das beeinflusst aber mein System. Also ich gebe ein Stück weit Kontrolle darüber ab. Das ist hier nur so ein bisschen das, was man sich klar sein muss. Wo ich aber der Meinung bin, es geht auch nicht anders. So, dann gibt es Module, die Nachrichtensignaturen überprüfen. Also Signaturen ist hier das Wort. Zum Beispiel auch wiederum gegenüber DNS-Einträge. Das schon mal erwähnte ARC, Authenticated Received Chain, ergänzt DKIM. Also jetzt erzähle ich erstmal kurz DKIM. DKIM ist, glaube ich, von Yahoo die Geschichte, dass ich lustige Schlüssel irgendwie meinem DNS ablege und damit meine Mail signiere und ich als Empfänger dadurch überprüfen kann, dass die Mail tatsächlich von Yahoo kommt. Gibt es ein bisschen ein Problem, wenn ich zum Beispiel muss ich überlegen, ob das wirklich Mail-Relates sind oder Mailing-Listen. Ich glaube, es geht um Mailing-Listen. Wo war der Kommentar? D-Mark hat das Problem, ja. Und hier, was ist mit Mail-Relays bei DKIM? Gut, sei es drum. Also es gibt noch dieses ARC-Ding, es ist relativ, ich will fast behaupten, neu im Vergleich zu SBF und DKIM. Das ergänzt auf jeden Fall DKIM, also wenn ich DKIM nutzen will, dann will ich vielleicht auch ARC. Es gibt noch D-Mark. D-Mark fand ich ganz interessant. D-Mark ist so eine Idee, dass ich im DNS für meine Domain festlege, wie ein anderer Empfänger sich verhalten soll, wenn er jetzt eine Mail bekommt, wo die Checks nicht so ganz durchlaufen oder sogar fehlschlagen oder so. Da geht es darum, wenn ich DKIM nutze, und offensichtlich ist DKIM nutzen nicht so einfach, kann es sein, dass manche Mails das nicht so ganz toll konfiguriert haben und dann will ich, und zum Beispiel Message-ID-Header fehlen, das soll irgendwie hier die negative Folgen unterdrücken und ein klassisches Whitelist-Modul, wo, glaube ich, klar ist, was es macht. Was nutze ich hiervon? ARC und DKIM.
Im Moment nutze ich das allerdings nur prüfen, weil ich noch zu, ich würde fast sagen, zu doof war, aber auf Deutsch nicht genug Zeit hatte, um das signieren, meine eigene Mails auch schon zu machen. D-Mark, da stört mich die Idee völlig, hier die Kontrolle abzugeben, weil ich der Meinung bin, ich entscheide, was mit der Mail passiert, die diese Tests nicht besteht und nicht jemand anders. Es gibt aber, war das D-Mark? Ich meine, das ist D-Mark, wo du URLs angeben kannst, wo du Feedback bekommst, wenn deine Mail abgelehnt wird oder sowas. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich kenne bislang keine Mails, deswegen nutze ich das nicht und Whitelisting brauche ich bislang auch nicht. Dann, eben hatten wir Signaturen, jetzt geht es tatsächlich um die Inhalte an sich. GCC ist so eine Geschichte, Distributed Checksum Clearinghouses. Ich mache eine Checksumme über den Nachrichteninhalt und konsultiere hier mal so wiederum eine Liste, was natürlich so ein bisschen davon lebt, dass Spam entsprechend auch reportet wird und dann die Checksumme bekannt ist. Das E-Mails-Modul, da kann ich E-Mail-Adressen extrahieren und sie gegen Listen oder wiederum auch im DNS gespeicherten Listen abgleichen. Fuzzy-Check. Fuzzy-Matching ist so eine Geschichte, wenn ich verschiedene Schreibweisen erwischen will von bestimmten Begriffen. Also beispielsweise Porn. Ja? Porn, P0RN oder großes P0RN oder was weiß ich, P0RM oder so, Porn. Ja? Das sieht man immer noch, was gemeint ist. Das soll hier so ein bisschen mit erwischt werden und hier kommen auch ganz tolle Verfahren irgendwie zum Einsatz, die leider auch nicht so prima dokumentiert sind. Aber das könnte ich hiermit machen. Dann das Phishing hatte ich schon mal angesprochen. Es gibt einen Open-Phish-Dienst, dem liefere ich wohl URLs und ich schätze, das ist auch eine Blacklist, wo es einfach darum geht, URLs, wo wirklich Phishing dahinter steckt, also täuschend echt nachgemachte Bankseiten oder sowas, zu finden. Es gibt das SURBL, man sieht hier, das ist auch eingebaut, also dem Auto war es anscheinend, ich schätze mal, alles, was eingebaut ist, hat er am Anfang schon gemacht oder war ihm besonders wichtig. Das extrahiert URLs und Domains von diesen URLs und prüft diese gegen Blacklists. Das war das Beispiel, was ich eben hatte mit Digital Courage. Haken dran, manche Dienste sind kommerziell, haben also Nutzungsrestriktionen bezüglich Anzahl oder wer sie nutzen darf oder was auch immer. Und es gibt noch so ein experimentelles URL-Reputation-Modul und experimentell ist ein schönes Stichwort, weil es ist wahrscheinlich aus gutem Grund experimentell. Das Lustige ist, alles, was experimentell ist, ist natürlich auch noch nicht so gut dokumentiert. Das macht es mir relativ einfach, es zu ignorieren. DCC nutze ich nicht. Ich muss es bislang nicht nutzen. Es gibt Lizenzrestriktionen und ich müsste dafür einen extra DIM laufen lassen. Bei E-Mails denke ich mir, es gibt nützlichere Attribute als die E-Mail-Adressen, die eventuell drinstehen. Also ich glaube nicht, dass die E-Mail-Adressen in Spam-Nachrichten jetzt das Ding sind, um eine Spam-Nachricht zu identifizieren. Dieses Fuzzy-Check-Modul ist machtvoll, komplex, braucht einen extra Worker, braucht ein extra Learning. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, oh komm, ich versuche es erstmal ohne. Dann Sachen, Module, die ohne DNS-Interaktion analysieren. Das Antivirus-Modell ist, glaube ich, klar. Chart-Table fand ich interessant. Da geht es darum, ich gucke mir den Nachrichtentext an und gucke an, wie häufig sich die Codierung wechselt. Also beispielsweise Latin wechselt sich ab mit Chinese oder was auch immer. Finde ich sehr interessant, weil ich persönlich habe noch nie eine Spam-Mail bekommen, wo das irgendwie jetzt irgendwie von Relevanz wäre. Scheint immer in Russland eine Bedeutung zu haben. Ist nämlich auch eingebaut. Maillist neutralisiert Regeln bei Nachrichten von Mailinglisten. Das ist ungefähr genauso viel Dokumentation, wie man auf den ersten Blick bekommt, wo man im Zweifelsfall nachgucken muss, was genau neutralisiert ist jetzt. MIME-Types macht so ein paar Sanity-Checks. Also es gibt gerade bei Spam-Mails, kommt es vor, dass was da MIME-mäßig irgendwie rauskommt, nicht so ganz sane ist. Und außerdem kann es auch Archive überprüfen. Neural Networks, neurale Netzwerke, ist das nicht toll? Ist der letzte Shit, wenn ich mir die letzten CTs so anschaue. Muss was ganz Tolles sein. Once Received geht extra um Mails, die nur ein Receive-Header haben, was ein bisschen auffällig ist bei Mails. Also nur eine Station zwischendrin, die es empfangen hat anscheinend. RegExplant implementiert diese regulären Ausdrücke. Replies sorgt dafür, dass Antworten ein bisschen besser durchkommen.
Reputation, experimentell, aber bislang undokumentiert, also irgendwas mit Reputation anscheinend. Und Tree ist auch so ein schöner Kandidat. Blitzschnelles Durchsuchen nach Strings mit der Aho-Korasik-Algorithmus. Also wenn mir jemand den erklären kann, schön, aber die Dokumentation sagt in dem Fall leider wieder nicht sonderlich viel aus, weswegen ja, ich es nicht verwende. Was ich nicht verstehe, brauche ich wohl nicht. Ignoranz ist Bliss und so. Ne? Antivirus, muss ich erklären, habe ich lange verwendet. Aber finde ich den Aufwand ist mir fast ein bisschen zu hoch für den Nutzen, den ich da rauskriege. Chartable kostet nicht viel, nehme ich mit. Maillist nehme ich mit. MIME-Types nehme ich mit. Neurale Netzwerke, ja, heißer Scheiß, aber ist mir persönlich zu komplex. Hast du mal benutzt oder nicht? Nein, wie gesagt, es ist mir zu allein schon komplex vom Setup her. Für einen kleinen Mail-Hoster, also für meine einfache Domain. Ne? Immer dran denken, ich will da auch nur begrenzt viel Zeit investieren, aber ist bestimmt eine geile Sache. Also es ist nicht ironisch gemeint mit dem heißen Scheiß. Ne? Also, kann bestimmt was, aber man muss halt gucken, ob man es wirklich braucht. Manchmal will man auch nur rumspielen, ich weiß. ja, Once Receive kostet nicht viel, nehme ich mit. RecExp, natürlich, RecExp ist eigentlich ein Kernmodul von AirSpamD. Also es gibt relativ viel in der Default-Config, was das betrifft. Und Replies nehme ich natürlich mit. Hier sei noch angemerkt, bei Default expired der allerdings nach 24 Stunden. Das finde ich ein bisschen kurz für eine Antwort. Ja, also ich will mir länger, also es gibt Leute, die brauchen mehr als 24 Stunden, um eine Antwort zu schicken. Ich gehöre zum Beispiel dazu. Ja, und Reputation, experimentell und undokumentiert braucht man nicht. Dann gibt es so Sachen, Module, die Metadaten an externe Datenbanken weiterleiten. Ich muss mich ein bisschen beeilen, deswegen mache ich es, also Elasticsearch oder Graphite sind so Sachen oder auch Redis. Ich mache es mal ganz kurz, brauche ich alles nicht. Ja? Hobby-Admin. Es gibt Module, die implementieren Aktionen. Es gibt zum Beispiel ein DKIM-Signing-Modul, was ein bisschen komisch ist, weil es gibt ein DKIM-Modul, was auch signen kann, aber das ist anscheinend einfacher. Ich kann auch, wenn ich möchte, erzwingen, dass die Score nicht relevant ist, sondern das Vorhandensein von einem einzelnen Symbol reicht, um etwas komplett zum Beispiel zu graylisten oder zu rejecten oder wie auch immer. Das wäre Force Actions. Graylisting ist als Modul selbst implementiert. Ich glaube, ich habe vorhin behauptet, das wäre eingebaut. Offensichtlich habe ich gelogen. Und Milter Headers ist das kennen wir schon von Spam Assassin, ich modifiziere zum Beispiel das Subject oder ich füge Header hinzu. Was durchaus Sinn macht, weil zum Schluss zeige ich nochmal kurz ein Thunderbird-Plugin, wo man dann sowas ganz toll sieht. So, was machen wir hier? DKIM signen, Force Actions fehlt mir wieder das Einsatzszenario für, ja, also dass ich mich wirklich von einem einzigen Test abmache, um zum Beispiel zu rejecten, kann ich mir persönlich jetzt nicht vorstellen. Graylisting natürlich und Milter Headers will ich natürlich auch. Was gibt es noch? Es gibt ein Base-Expiry-Modul. Witzigerweise kein Base-Modul. Das Base ist anscheinend eingebaut. Ja, also es gibt kein Modul dafür. Heißt für mich, ist es fest eingebaut, der Base-Classifier. Es gibt Multimap, was eine relativ coole Sache ist. Das ist so ein Hilfsmodul, weil damit kann ich diese ganzen anderen Module, die zum Beispiel mit Listen arbeiten, ich kann diese Listen von URLs laden. Was natürlich super ist, weil dann kann ich irgendwas anderes Tolles aufsetzen, was mir diese Listen dynamisch generiert und er lädt das dynamisch nach, ohne dass ich den AirSpamD jetzt irgendwie neu konfigurieren muss oder so. Klingt cool, brauche ich persönlich erst natürlich auch nicht unbedingt, aber egal. Es gibt das AirSpamD-Update, das ist das Äquivalent zu SA-Update. Ich weiß, eine vorbelastete Abkürzung, aber Spam Assassin-Update kennt man, wenn man es nutzt. Aktualisiert mir dieses Regelset, die Scores und die Aktion, ohne dass ich AirSpamD selbst upgraden muss oder neu starten muss. Apropos Spam Assassin, wenn ich das weiter nutzen will und tolle Regeln habe, die ich nicht so schnell konvertieren kann, könnte ich sie hier importieren. Dann URL-Redirector, einfaches Beispiel, diese t.co-Links von Twitter, ne, also wo dann Redirect hinten dran kommt oder sowas, um die zu dereferenzieren. Und URL-Tags ist wieder ein schönes Beispiel. Da steht, URL-Tags werden in Redis gecached. Steht nicht dabei, was URL-Tags sein sollen. Demzufolge auch hier wieder relativ einfach, experimentell, kaum dokumentiert, brauche ich nicht. Base Expiry habe ich jetzt, glaube ich, ein bisschen übersprungen. Da geht es ja darum, dass ich die Informationen, die mein Base Classifier im Redis abspeichert, irgendwann auch expire. Also irgendwann sagt, das ist jetzt so alt, das brauche ich nicht mehr. Ist mir nicht so ganz klar, ob ich das brauche. Habe ich einfach noch keine Meinung dazu. Multimap lasse ich natürlich an, weil es kostet doch nichts. Erst beim D-Update, wer das nicht anlässt, ja, würde ich sehr streng dagegen vorgehen. Spam Assassin brauche ich nicht, weil ich von Grund auf neu jetzt begonnen bin mit meinem Mail-Server-Setup. Und UL-Redirector will ich natürlich.
Ich weiß, es geht jetzt schnell. Die Folien gibt es ja nachher online, also ihr könnt da auch das dann alles nochmal nachsehen. Sind die Scores? Nur mal ein kleiner Ausschnitt. Bitte was? Also wir haben es in der Web-UI schon ein bisschen gesehen. Das hier ist eine Serie von Blogposts von mir, wo ich ein bisschen auch diese SpamD-Konfiguration auch ein bisschen auseinandergenommen habe, was jetzt hier auch ein bisschen Grundlage auch für den Talk war. Da kommt jetzt diese Darstellung her, wo ich überhaupt mal alle Symbole, die es gibt, aufliste. Weil es gibt in SpamD selbst gibt's keine fertige Liste, wo einfach alle Symbole drinstehen und dann könnte ich die durchgehen und könnte überall meine lustigen Scores dran schreiben. Deswegen habe ich die einfach selbst hier mal gemacht mit den Defaults, die beim Release 1.7.4 war es, glaube ich, damals galten. Kurze Erklärung noch, warum ist hier ein Sternchen dran? Ein Sternchen heißt, das Symbol darf genau einmal feuern. Das heißt, der Test wird nicht mehrfach, also wenn er mehrfach zutritt, wird nicht die Score mehrfach angewandt. Ja? Das ist bei den anderen Symbolen nämlich der Fall. Ja. Das kommt auf den Test an. Also es gibt durchaus Tests. Die Frage war, wie kann ein Symbol bei einer Mail mehrfach auftreten? Nehmen wir mal den fiktiven Test auf, keine Ahnung, du schreibst einen Test, es kommen chinesische Zeichen vor. Würde ja nicht nur einmal matchen, sondern wahrscheinlich auf jedes Zeichen. Ja, wenn ich da nicht aufpasse, habe ich nachher eine Score von 100, weil ich nicht mitgedacht habe. Komplex, muss man jetzt nicht verstehen, ignorieren wir erstmal aus einem gewissen Grund. Ich hatte vorhin was gesagt, von wegen greift die Default-Config und differenzielle Anpassung. Kommen wir jetzt auch gleich nochmal drauf. Also jetzt Theorie war ja alles ganz schön, jetzt gucken wir mal in die Praxis. Wie installiere ich das? Es gibt gängige Repos, die URLs findet ihr sowieso, ansonsten findet sie auch in den Slides. Es gibt auch einen Port für FreeBSD und OpenBSD. Wichtig noch die Information, Redis gleich mit installieren. Und wer sollte wirklich jemand außer mir noch OpenSUSE einsetzen, ein extra Repo dafür einbinden, das kennt man aber als SUSE-Admin. Hinweis für Debian Ubuntu, der SpamD-Autor sagt, die Debian-eigenen Pakete sind terribly outdated, also bitte Repo einbinden. Dann war eine Frage, ich glaube hier vorne zur Integration Postfix oder einem lieben anderen MTA, in meinem Fall ist es halt Postfix. Hallo? Die Batterie schon leer oder was? Ist interessant. Ah, da ist er doch. Die zwei Zeilen. Also im Prinzip reicht die hier. Du setzt mit einer Option, konfigurierst du quasi erst beim D den Unix Domain Socket hier als Milter. Das ist alles, was du im Postfix dazu machen musst. Ja? Der Proxy verbindet sich mit dem Scanner. Da komme ich jetzt drauf. Es gibt zwei Modi, in denen erst beim D arbeiten kann. Der eine, der im einen Modus ist dieser Proxy-Prozess, da heißt es einfach so, der Proxy-Worker von RSVMD scannt und signiert selbst. Oder wenn ich ein größeres Setup habe, habe ich dedizierte Scan-Prozesse. Und dann ist der Proxy sozusagen wie ein Load-Balancer, der hier so Geschichten macht. Das kann man sich natürlich ausmalen, was ich nutze, den linken Modus. Hat aber für Postfix hier oben keine Relevanz, sondern das hier unten, werden wir gleich sehen, betrifft dann die Konfiguration von RSVMD. Ja, ich hatte einen schönen Tweet gesetzt, dass ich hier das Bild hier zeigen werde und allein deshalb wollte jemand in meinen Talk kommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch der Fall war. Ihr seid bestimmt schon ganz ungeduldig, dass ich hier endlich mal nicht nur Theorie zeigen soll, sondern auch Config. Es gibt ein AirSpam AD Config Wizard. Wer das nutzen möchte, kann das tun. Ich bin ja nicht so der Freund von. Ich soll Config zeigen. Ich gebe euch Config. Bitte. Ist das geil oder was? Das hier sind sämtliche Dateien der SpamD-Konfiguration, ja? Nachdem ich sie analysiert habe. Ja? Das hat eine Komplexität, damit kannst du jemanden erschlagen. Also das ist irgendwie so von wegen, da vergeht dir die Lust, das Ding zu konfigurieren erstmal. Aber machen wir es mal der Reihe nach. Das Bildchen übrigens auch in diesem Blogpost. Ist mittlerweile sogar verlinkt vom Autor. Kann anscheinend nicht ganz so schlecht sein. Machen wir es mal der Reihe nach. Im Hauptverzeichnis habe ich hier so ein paar Dateien. Und wie beim Apache-Setup in vielen Distributionen ist das so, dass viele Dateien eigentlich nur noch Includes auf andere Dateien beinhalten. Das hat man hier so ein bisschen schon gesehen. Also die common.conf brauche ich mir nicht anschauen. Ist nur Includes drin. Matrix.conf ignorieren wir, ist nämlich deprecated. Actions.conf
Da steht jetzt zum Beispiel drin, welche Aktionen bei welchem Level passieren sollen. GroupsConf referenziert Scores, kommen wir gleich zu. Ist auch eine reine Include-Datei. Composites kann ich Kompositionen von Symbolen konfigurieren, wenn ich das möchte. StatisticConf, da dreht sich alles um Base. ModulesConf, reine Includes von modulspezifischer Konfiguration. Dann gibt es eine OptionsInc. Da stehen eigentlich relativ wichtige Optionen drin, deswegen hätte ich die nie so benannt, weil das klingt so, naja, Include-File, wird halt irgendwie included, so nicht so wichtiges. Logging-Setup und Worker-Konfiguration, also zum Beispiel IP-Adressen, auf denen die Worker binden sollen. Dann haben wir hier von diesen ganzen Modulen, die wir so ein bisschen besprochen haben, gibt es hier die passenden Config-Dateien. Das passt meistens, ja. Meistens ist Modulname gleich Config-File-Name. Das passt nicht immer. Beispielsweise die Redis-Conf ist die zentrale Konfiguration für ESBMD, wo meine Redis-Instanz läuft, wird also von verschiedenen Modulen verwendet. Und ja, forged-recipients.conf darf man raten, wer die verwendet. Das ist ein bisschen doof, aber es ist halt so. Ich kann es auch nicht erinnern. alles hier wird inkludiert aus dieser Top-Level-Modules-Conf. Hier drin kann ich Module auch ein- und ausschalten. Gilt allerdings nur für Lua-Module. Ich muss mal gerade gucken. Ich habe das. Nee, es kommt noch. Nein, stimmt nicht. Die sechs eingebauten Module, also beispielsweise SBL, wenn ich die einen ausschalten will, mache ich das aus unerfindlichen Gründen in der OptionsInc mit einer Filters-Direktive. Ja? Für die eingebauten C-Module. Die Lua-Module hingegen werden in diesen Dateien ein- und ausgeschaltet. Die meisten sind defaultmäßig aktiv. Wenn man hier also relativ viel ändern will, viel Spaß mit SED-I oder besser noch mit Config-Management. Und noch was ein bisschen unschön ist, also die hier liegen alle unter Modules.d, aber man sieht jetzt hier, die inkluden teilweise wieder Dateien, die aus unerfindlichen Gründen im Hauptverzeichnis liegen, etc. erst beim D. Finde ich ein bisschen doof, ja, vor allem, wenn man das dann versucht zu verstehen und dann sowas herausfindet. Und dann gibt es noch die Scores.d, also hier könnte ich jetzt Scores tatsächlich anpassen. Scores sind so ein bisschen in Gruppen zusammengefasst, mehr oder weniger thematisch sortiert. Hauptproblem, es ist nicht wirklich erkennbar, welches Modul welches Symbol definiert und welches Config-File ich ändern muss, um die Score dafür anzupassen. Das ist ein bisschen, und vor allem, wenn du dann sowas hier hast, H-Filter Hello 4 und dann ist die Description Hello Host Checks, okay, so viel so klar, aber hart. Ja, also 3 wäre dann Medium. Da hast du halt keine Ahnung, was da jetzt konkret dahinter steht. Das ist so ein bisschen halt doof, aber ist so. Wenn ich jetzt Config ändern will, habe ich gesagt, wir machen differenzielle Anpassungen. Das heißt, wir ändern nicht diese ganzen Configs direkt, weil die ja bei einem SBMD-Update mit aktualisiert werden. Also der pflegt sein Ruleset. Der pflegt da auch ein bisschen nach. Ähnlich kennen wir es von Spam Assassin. Das heißt, wenn ich was ändern will an einem Config, dann mache ich entweder eine SBMD-Conf-Local, das ist aber eine doofe Idee. Besser noch ist, eine Kopie der jeweiligen Konfigurationsdatei anzulegen, entweder in Local-D oder in Overrides-D. In Local-D mache ich einzelne Direktiven rein, die werden dann gemerged mit den Defaults. Wenn ich so viel ändern will, dass es nicht nur gemerged werden soll, zum Beispiel Logging wäre so ein Beispiel, würde ich das Ganze hier reinpacken. Jo. Dann möchte ich noch hinweisen, es gibt ein schönes Thunderbird-Add-on. Das zeigt mir hier, also wenn ihr jetzt hier diese Mail habt, zeigt es mir erstens hier an, wurde etwas als Spam oder nicht Spam erkannt und es zeigt mir auch an, welche Regeln gegolten haben. Das finde ich ganz nett. Fazit, wir haben ein Webinterface out of the box, das nicht aussieht wie von 2000, Beispiel Squirrel Mail, ne? Sondern ich finde das ganz okay. Wir haben out of the box eine Konfiguration, die eigentlich kaum Anpassung braucht, zumindest für mich als Hobby-Admin. Die reduzierte Load von ESBMD ist jetzt für mich gar nicht so das Entscheidende und nehme ich natürlich gerne mit. Dokumentation ist schon relativ gut, aber ich habe so ein, zwei Punkte, glaube ich, anklingen lassen, wo man sie verbessern könnte. Gut, diese Merkwürdigkeiten bei der Struktur der Config-Dateien geschenkt. Es ist ein aktives Projekt, also GitHub-Tickets machen Sinn. Ich kenne da zum Beispiel Projekte, die GitHub-Tickets nicht mehr so wirklich Sinn machen. Fazit, ESBMD ist schon toll. Und damit letzte Runde Fragen und Feedback. Wenn man jetzt den Use Case betrachtet, den du beschreibst, Familie, wie viel braucht man, um den einzurichten? Wenn man heute sozusagen noch
am Abend ist dann Laufball. Also der Wechsel von, was man heute so hat, auf RSPMD. Okay, die Frage war, wie lange ein Wechsel dauern würde von einem existierenden Setup mit Amavis D und Spam Assassin, nehme ich an, und eventuell Virenscannern auf RSPMD. Kann ich nicht sagen, weil ich es nicht gemacht habe, aber zum Beispiel Spam Assassin regeln kannst du ja mit dem Modul einfach importieren. Okay, dann zeige ich noch schnell meine drei Bonusfolien, wie ich denn das Ganze jetzt einrichte. Weil ich habe vorhin erwähnt, nach 2 Jahren habe ich überhaupt keine Ahnung mehr, was ich damals manuell eingerichtet habe. Also mache ich es nicht manuell, sondern ich nutze Ansible und ich habe hier so eine Rolle, die macht Folgendes. Erstens das Repo hinzufügen, was ich brauche, dann das Paket installieren. Ich schreibe noch eine Override-Conf, einfach die sicherstellt, dass Redis gestartet wird. Das ist halt jetzt bei OpenSUSE bei den Paketmomenten noch nicht so ganz sauber gemacht. Dann stelle ich die ganzen Configs aus Templates, und zwar nur da, wo ich auch tatsächlich Dateien überschreibe. Man sieht das hier, locald, was ich gesagt habe, dort platziert man diese Geschichten. Dann mache ich hier noch eine schöne Sache, und hier starte ich erst beim D, und die schöne Sache ist, ich habe mein Setup so gemacht, dass wenn ich, also das Ganze läuft bei mir in der VM irgendwo beim Hoster, das Schöne ist, wenn ich eine neue VM installiere, übernimmt er mir hier erstmal komplett die Daten von der noch produktiven Instanz rüber, sodass ich dann nur noch den DNS-Name verschwenke auf die neue VM und das Ganze läuft. So, das beantwortet eine Frage zum Teil. Ich habe mir die Mühe gemacht, einfach das Ganze mit Ansible zu machen und damit kostet das Ganze gar nichts mehr. Also, letzte finale Antwort, ich würde auch als Hobby-Admin, auch wenn man das Ganze relativ mit wenig Aspiration oder so, mit wenig hohen Zielen betreibt, trotzdem die Mühe machen, das zumindest zu automatisieren. Weil meiner Meinung nach kannst du sonst sowas nicht machen. Okay, wir reden gleich, Zeit ist vorbei. Vielen Dank.